Hallo Leute, wir schauen nochmal in eine Demo rein. Heute The Crust möchte ich euch vorstellen, habe ein bisschen reingeschnuppert schon und macht einen sehr guten Eindruck. Gleich nach dem Intro geht's los. Jo, und da sind wir. Wir starten ein neues Game. The Crust, sag ich, worum geht's in The Crust? Wir machen Bergbau auf dem Mond. Ist ein Aufbauspiel mit Elementen aus Factorio, Frostpunk, ganz viele gute Elemente zusammengemixt. Schönes Setting. Da seht ihr hier Weltraumaufzug, ist ja auch ein aktuelles Thema. Nationen, die sagen, sie schaffen es bis da und dahin, einen Space Elevator zu bauen. Die Chinesen, glaube ich, 2040 wollen sie schon einen haben. Die Japaner irgendwie 2050. Aber ja, natürlich schauen, ob das ein bisschen zu optimistisch ist. Wir haben praktisch ja Vorgaben zu erfüllen, ne? Wir gehen gleich mal ein bisschen durch. This is Alec. Connection solid. So, Robert, do we have a deal? Let me be clear. Look, this is all right. Director, it is your objective achieved. Alice, your primary responsibility is to hier Ladungen. Absolutely. Kannst die Kamera mit E und Q so drehen, wie AST moven. Rein, raus, reinzoomen, ne? Alles ganz smooth. Ja. Hier ist schon ein braun Strom. Our drones will take it from there. You'll see. Und sollen Solarpanel bauen. Das war so ein bisschen Tutorial alles. Aber die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen und hier unsere Drohnen praktisch, unsere Roboter. Die führen hier unsere Aufgaben aus. Ganz cute gemacht. Mit den kleinen Bohrarm da. Ja. Jetzt brauchen wir noch Batterien bauen. Mit R kann man drehen. Und mit Shift kannst du hier natürlich mehrere Ketten bauen.
alles ganz smooth. Hier Charging Station für die Roboter, für die kleinen Mäuse. Da werkeln sie los. Aber das connecten. Oh. Hey. Ach, den müssen wir auch noch connecten. Der war fail. Genau, und dann jetzt kommt der erste Clou. Es gibt ja auch noch ein Untergrund-Level. Da man, wo man Ressourcen abbaut. Dazu brauchen wir so einen Drohnen-Rekonfigurator. Drohnen flitzen jetzt hier runter, bringen das Material zum Aufbauen. Wenn was abreißt, gibt es volle Kosten zurück. Finde ich auch ganz gut. Ja. Muss man dann connecten. Man kann auch mit Rechtsklick, hier hat man so ein bisschen schneller Auswahl von Sachen, was man viel braucht. Jetzt kann ich es auswählen. Ja. So. Und jetzt kann man hier auswählen, wie viele Drohnen, dass man in Minendrohnen umarbeiten möchte. Hier soll man, so bitte sehr, lassen wir laufen. Jetzt werden die praktisch umprogrammiert. Und jetzt können wir hier abbauen. Ist auch ganz smooth. Our company has been providing repair and maintenance services for robotics and mining equipment for over 10 years. We were involved in the development and maintenance of technology for lunar mining along with the first industrial expeditions to the moon. Even before the construction of the space elevator and the full-scale development of the moon by mankind. Ist die Aufgabe, 50 Blöcke abzubauen quasi. By accumulating our vast experience, we have been able to develop and implement multifunctional drone technology that can be re-equipped for a variety of tasks. As a special bonus, I can include a coloring book set, so you can brighten up your leisure time at work in silence. Oh, sind die fertig? Okay. Director. We're all still on the. So what's up with? Und jetzt passiert ein kleines Unglück. Ja, alles im Eimer. Schade. Eine schöne Mondbasis, aber können wir die nicht mit so einer fertigen Basis anfangen. Da muss man schon selber hocharbeiten. Ja. Robert, komm in, Robert. Do you read me? Variiert das bitte? There are no survivors. With the available resources, direct the drones to construct the power supply module, aiming to restore the previous setup prior to the explosion. Remember to connect the modules with wires. Based on the spread of the blast wave, it appears that the explosion took place on the far side of the moon. Fortunately, it occurred at a considerable distance from our mission. However, the strength of the explosion raises additional auch alles connecten wieder. Rechts könnt ihr unsere Ressourcen sehen, das war vorher natürlich deutlich mehr. Ja. Schnell laufen lassen wieder, die das aufgebaut haben. They prefer to work with what is known, rather than jumping to hasty conclusions.
I've heard that First Vice President Alice Vance maintains her composure and professionalism. Jetzt sieht man hier, wie es aufgeladen wird. Wir haben 48 Megabyte plus. Ja, wir brauchen den nächsten Schritt. Ja, das haben wir schon. Haben wir auch schon gefixt. Ja, Asteroid hat den Mond getroffen. Bin ich nicht so sicher, ob das stimmt. Charging Station sollen wir bauen. Machen wir hier gleich neben den Ding. Ja, wieder connecten. Und da ist die Konfiguratormodell. Da irgendein Grund hier vom Strom weggekommen. Ah. So, it turned out to be an asteroid after all. Professor, is that even a possibility? Collision of an asteroid with the moon. That's plausible. However, the possibility of not detecting an asteroid of that size and predict anyway. While lunar, now we start by researching and building the pressing. So, hier ist der Forschungsbereich. Das finde ich auch ganz gut gemacht. Es gibt hier so drei verschiedene Forschungseinkommen. Und hier, die brauchen zum Beispiel alles nur das Orange-Braune. Und dann gibt es aber auch Sachen, die brauchen Blau und Orange. Und warte mal, die Grünen sind bei Social. Wie gesagt, zum Beispiel Blau und Grün, ne? Ja, alles drei. Und man kann hier bis zu fünf Sachen reinballern. Machen wir jetzt mal. Wir sollen hier die Resten machen, das hier. Das ist jetzt nur Braun. Dann können wir auch gleich noch was, na, Blau haben wir noch kein Einkommen, bringt uns jetzt nichts. Man erstmal nur Braun. Zeige euch nachher noch. Ja. Let's open the it may seem. Ja, jetzt sollen wir Was will er hier? Geo. Also erstmal, wir bauen erstmal das Pressing-Modul. Wie setzen wir die? Die so mal. Ich muss mal es connecten. Ja, hier darf man es gar nicht dran setzen. Okay, das muss da dran. Alright, now get the drones to build it. I wouldn't wait too long if keep in mind that the. So, jetzt ist ein Ohrdetektor. Aber den müssen wir erst erforschen, glaube ich. Den haben wir noch gar nicht. Ja. Ja. Dann haben wir das gleich mal in die Queue. Und jetzt ist praktisch die erste Fertigungsanlage. Da werden hier Concrete, also Steine oder sowas gebaut. Die bringen praktisch hier dieses Mondgestein oder was das sein soll, hier rein. Und dann fertigt der Zeug. Ja, so. Dann haben wir diesen Ohrdetektor. Den setzen wir mal hier hin. Ich auch wieder Strom. Abgewired. Jetzt müssen wir ein Eisenvorkommen suchen. Läuft jetzt so hier. Und der scannt. Da ist ein Eisen. Wir brechen mal alles ab. Our whole enterprise is now one big risk. It can't be eliminated even if we do absolutely nothing. So yes, I'm quite certain about that. So, ein Smelting Furnace will er. Ah ja, die wird erforscht. Und die graben sich jetzt Richtung des Eisen.
Wir machen noch Plus beim Strom, aber wenn die Sonne weg ist, dann sind natürlich die Solarmodule nicht mehr, da müssen wir dann gucken. Ja, man kann den bestimmte Bereiche als Priorität zuweisen. Aber jetzt gar nicht. So wichtig für uns. Gucken, dass die Ausgabe nicht voll wird. Aber ich glaube, er kann am Anfang noch keine. Kann man schon bauen? Ah. Dann können wir natürlich auch. Aber haben wir ein Storage? Hätten wir das teuer. Nee, lassen wir erstmal. Bin ich bei meinem ersten Playthrough ein bisschen in Ressourcenknappheit tatsächlich geraten. Playthrough als halt ersten anspielen. Na guck mal, es ist Nacht, jetzt waren wir schon Minus. Nicht schlimm, aber ist Minus und musste dann tatsächlich wieder Sachen abreißen, damit ich da rauskomme. Ja, da ist unser Eisen wird freigelegt. Und da können wir dann, das sagt uns jetzt zwar nicht im Aufgabenbereich, aber da können wir schon ein bisschen vorpreschen. 9 von 9. Genau. Das ist praktisch so ein Miner, wer Satisfactory kennt. Research. Was haben wir noch, was nur Braun braucht? Das. So, Smelting Furnace. Ich setz mal. So. So. Jetzt Power wird schon ein Problem, aber mehr Solarmodule will ich jetzt gerade noch nicht setzen. Weil das könnte dann wieder. Was mache ich denn hier? Den wollte ich. Könnte dann wieder das angesprochene Problem geben. So, wenn wir Rezepte auswählen, wir sollen als erstes Steel machen. The smelting furnace always requires oxides to begin production of any resource, and mining drones are able to extract oxides directly from the vein. It's not the most efficient way, but we have to start right now. Order them to excavate the regolith. Ach, können wir noch nicht, Quatsch. And then assign them to extract iron oxide. Nee, jetzt bringen wir das praktisch. Excavation mode to be able to assign mining drone to mine the vein. Then set the number of drones that will mine oxide from the vein. Ich habe jetzt Blödsinn gemacht. Ach, wir sollen jetzt hier. Bin ich zuvor geprescht. Weil man erst Drohnen hier hinschicken soll. Aber hier wird da sicher noch irgendwo was sein. Director, we can't afford to be without power. Consider adding more solar panels and batteries to our infrastructure. Additionally, constructing a generator that can produce electricity from fuel might be necessary for surviving lunar nights. Ja, Strom ist ein Problem. Wir erforschen eh gerade die Dinger, die können wir dann nämlich hier schon Eisen machen, das passt. Und ja, wir können ja, ich glaube, 1, 2 Solarpanel gehen noch. Damit wir nicht im Dunkeln sitzen. Gerade kriege ich nicht genug Strom, Batterien sind auch leer.
Hier ist doch ein Eisen. Habe ich nicht gescannt. Also dürfen wir nichts machen. Da haben wir ja Strom. Um das zu scannen. Warten, bis Tag wird. Ist doch Tag. Aber vielleicht irgendwie keine Sonne. Warum kriegen wir kein Tageslicht? Was ist das? Das ist normal, je nachdem wie der Mond da ist, der so lang zur Sonne abgewandt. Kann das sein beim Mond? Beim ersten Playthrough gar nicht aufgefallen, dass es so lange war. Ah, da sieht man es. Hier wird es wieder hell. Okay, da hat tatsächlich dann so eine lange. Jetzt gibt es wieder Strom. Er hat so eine lange Nachtphase. Dauert noch ein bisschen. Da haben uns der Miner gar nichts zu tun. Ripp. Ah, hier können wir schon. Ein Step abzuschließen. Now you have steel and smart concrete production, but it is extremely inefficient. To secure a foothold, we need to build a. Genau. And while they're digging, we need to research underground mining and build the extractor. Also, ich habe ja auch nicht gesehen, das ist unterschiedlich. Director, make sure to connect the extractor to the circuit by. The shift button will help you to create a chain of electric poles. Haben wir schon? Prior to the expedition, the first one is the second stage involved. Wir brauchen jetzt noch die Förderbänder. Ach, jetzt geht's nämlich ab. Förderband. Kosten auch nur Geld, die Förderbänder. Bild. Und jetzt kommt nämlich hier. Das Eisen raus. Sollte. Warum geht das nicht? Nochmal wegreißen. Stellen wir es nochmal neu auf. So, Extractor. Hätte ich das falsche Rezept ausgewählt? Wieder aufbauen. Sagt das das Gute, dass keine Ressourcen verloren gehen. Hier mal ein bisschen was aufmachen. Vielleicht habe ich hier das falsche Rezept ausgewählt gehabt und dann kriegt man den irgendwie nicht mehr raus. Warum? Macht der nur.
Warum macht der hier kein Eisen? Was ist da kaputt? Habe ich hier das Falsche gebaut? Ah, ich glaube, ich habe das Falsche gebaut. Man braucht das noch, oder? Ja, ja. Okay, ich habe das falsche Gebäude gebaut. Dann müssen wir nochmal nachjustieren. Da gibt es jetzt ganz dieses Fahrzeug, oder? Der Land Rover, wo ist der? Ah, muss man abwerfen. Who needs repair? Wait a second, Alice, back to 50. Given the if they will for ah, ja, ja. So. Letztes Mal war der kaputt. Ah, das war der Transportding dann. Okay. Genau, hier geht er wieder raus. Gibt nämlich noch eine dritte Ebene. Vorher schon mal, glaube ich, habe ich schon mal kurz reingesippt. Mit X-Kamera hin. Und jetzt habe ich mich so an Frostpunk erinnert. Gibt es hier so diese Missionsziele quasi, wo man noch so ein bisschen Zeug finden kann. Also, wir haben die richtige Refinery jetzt. Gehen wieder runter. Dann müssen wir das nochmal abreißen. Das brauchen wir. Das ist das Richtige. Da hatte ich mich vertan vorher. So. Und dann. Das ist praktisch der Abschluss. Da müssen wir aber ganz dringend hier ein bisschen mehr Platz machen, Leute. Also, warte mal, wir brechen mal alles ab. Was ich da hinten alles in Auftrag gegeben habe. Ja. Das könnt ihr auch mal bleiben lassen. A single regolith refinery, according to its name, can only get one type of oxide at a time. Be sure to select the iron oxide recipe to start production. Objective achieved. Now that you have a functioning steel production line, we can enhance its efficiency by connecting the modules with a conveyor belt. You now have the capability to construct production chains. Ja. Jetzt haben wir auch eine Forschung noch. Wir können jetzt was auswählen, was Blau auch braucht. Pneumatic Repairs zum Beispiel ist ganz gut. Mr. Ratchet, are you fully aware of the gravity of our situation and the current events? Und jetzt seht ihr, hier wird schon Blau praktisch erforscht, wenn Braun nach oben reingeht. So, wir gucken mal jetzt hier. Genau, da sind nämlich Ressourcen, die man abholen kann. Die kann aber der Rover Scout natürlich nicht transportieren. Deshalb haben wir jetzt in der Basis. Wo sind wir denn? Ach, da sind wir. Na, gibt es hier jetzt diesen Land Rover, den wir reparieren sollen. Da brauchen wir aber erst ein bisschen Stahl noch. Ja. Und was ich jetzt dann auch gleich mache, was das Spiel nicht sagt, ich fange gleich mit Titan an. Titan nicht, eigentlich, ach, Silikon brauchen wir. Ich denke, wo Silikon? Eisen nochmal? Nochmal Eisen, okay. So,
Alles voller Eisen. Wo ist Silikon? So, und jetzt Melting Furnace. Nee, Quatsch. Doch. Doch, richtig. Und jetzt geht das hier los dann. Und dann kriegen wir Eisen. Und das soll irgendwie auch. Ich habe keinen Strom. Und da haben wir schon wieder zu wenig Strom. Ja, ja, du brauchst Repair, das weiß ich. Da brauchen wir erst noch Kram. Wir sind jetzt wieder in der Nachtphase. Was wieder dumm ist, der Roboter auch keine Energie. Kannst du noch scannen? Nee. Auch RIP. Wir müssen halt echt Silikon finden. Sonst gehen uns irgendwann die Dinger hier aus. Was mit dir? Achso, wir haben keine. Eisenbarren natürlich machen, Alter. Ist ja auch ein bisschen besser, dann können wir ja auch noch eine Eisenproduktion dranhängen, wenn wir wollen. Natürlich freiwillig, aber eine Möglichkeit. Bevor wir das Titan holen, brauchen wir eigentlich Silikon. Aber da müssen wir gerade ein bisschen chillen, weil wir keinen Strom haben. Gleich wieder hell. Ja, wir brauchen noch ein paar Solarpaneele. Im schlimmsten Fall müssen wir sie abreißen. Mehr nicht. Vielleicht noch ein, zwei Batterien. So. Connecten. Kostet nämlich alles Silikon. Ja. Weiß nicht mehr, wo wir noch nicht hingescannt haben. Können wir den Cargo-Truck fixen jetzt? Ne, wir haben jetzt nicht genug Eisen. Wir haben was Research, was war das denn? Hab's vergessen gerade.
Wie sieht's aus bei dir? Kannst du scannen? Viermal so? Auch kein Silikon, ey. Das ist aber bitter. Na komm, wir kriegen Forschung. Mal gucken. Kann man nämlich auch grün machen. Aber grün ist irgendwie mehr so Kolonisten-Stuff. Weiß nicht, ob das dann, also erstmal gespielt habe, habe so 2 Stunden gespielt. Kam da nichts mit Kolonisten. Director, Alice, good afternoon. I may have found a way to recoup our lunar venture in a shorter time frame. Ledger. Wieder Eisen. Buying back shares in old movie theaters to sell to trust funds once more. Good one, Alice. Director, the explosion on the moon has caused a disruption in the logistics of supply to Earth. As a result, the market is in panic with prices of lunar resources skyrocketing. If we can find a way to sell these resources to Earth, we have the potential to not only recover our investments, but also generate significant profits. Funny, where's Silicon? So what's the next plan? Reinvest the super profits into buying the real estate when there's blood in the streets? Director, the Earth needs resources now, but that's no reason to profit from tragedy. And even if we were going to do this, how do we reach the Earth? The explosion disrupted all the logistics. Mr. Ledger has already... He even went behind... Well, Director. Director. Ja, sollen wir jetzt hier so eine Landing-Plattform bauen, damit wir Ressourcen dann auf die Erde schicken können und verkaufen können. Da gibt es dann so verschiedene Fraktionen, die uns immer Aufträge, Entschuldigung, 2 Uhr, oh ja. Oh, nochmal Forschung. Jetzt haben wir keine braune Forschung. Na das. Und da sollte jetzt braun eigentlich schon reingehen. Ne? Geht da kein Braun rein? Hm. Wie sieht der Rover aus? Da fehlt noch ein bisschen was. Warum sind die Drohnen so langsam, das hinzubringen? Aluminium? Silikon? Ist doch nicht. Selber erstmal so durchhaken. Da haben wir einen Haufen Strom natürlich. Das hat letztes Mal nicht funktioniert, ich habe es falsch gemacht. Wenn ich scannen soll. Ach, Ding ist fertig. Ah, müssen wir auch rausfahren jetzt hier? Da.
Wir haben wieder Nacht, kein Strom. Haben wir keine grüne Forschung mehr. Nur das. So. Und den können wir jetzt hierher schicken und Ressourcen holen. Da bleibt das Problem, dass wir kein Silikon haben. Wir machen mal die Landing. Oder man kann mit dem Social-Zeug vielleicht dann irgendwie hier Tourismus oder sowas haben. Kann ich mir auch vorstellen. Wo ist die Landeplattform nochmal? Ach, die sollen wir machen. Und das wollen wir. Dann können wir oben die alten Gebäude alle wegreißen. Dann kriegen wir nochmal einen schönen Boost an Ressourcen. Ach, da bringt die Ressourcen zurück. Schön. Na. Silikon. Als Belohnung kriegen wir mehr Drohnen. Müssen wir abwerfen. Und wie viel kriegen wir? 4 Stück. Haben wir jetzt 12. With scouting, as usual. Haben wir sogar mehr. 14. Dann setzen wir hier noch einen. Geht das nicht? Send the rover to the cargo. Weil kein Strom wahrscheinlich. Rover Cargo Terminal. Wo ist der Rover? Ja, der Strom. Ja, das legst du mal hier hin. Meine Güter. Mining Drones sind idle? Warum das denn? Ich habe euch doch genug zu arbeiten gegeben. Ja. Ja. Hättet schon was zu tun. Hier geht's auch noch weiter. Hier meinetwegen, schau mal, so. Mal hier ein bisschen was. Man kann ihn nämlich auch so sehen, wenn man nicht scannen, muss ja dann trotzdem scannen, um sie abbauen zu können. Da, jetzt hat er genug zu tun. Und jetzt wieder Tag. Research complete. Ne, das war schon drin, scheiße. Oder werden nur immer die ersten zwei beliefert? Aber wir haben keinen Braun jetzt, ne? Was Braunes reinmachen. Jetzt ging es schon eigentlich noch, dass der da beliefert wird. Aber jetzt ist bald mal Tag. Wir müssen. Lass mal nochmal gucken. Also ein Eisen ist ja okay, wenn die Eisen kosten.
Die kosten halt auch Silikon, das ist das Problem. Dann meine Fahrzeuge. Ja, der kommt gerade. Land Rover to the Cargo Terminal. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir noch hingescannt haben, da hätte ich ein bisschen handvoller vorgehen sollen. Ja. Na, mal da rein. Wieder Titan. Also, aber jetzt auch nicht. Wo ist das Silikon? War das die Landungsplattform? Das war die Landungsplattform. Wo ist sie? Ja. Machen wir hier hin. Bug Report. Dann brauchen wir nicht. Und jetzt ist wieder Nacht. Aber auch ein bisschen. Objective achieved. Ja, das ist jetzt eine von der möglichen Fraktionen. At the top of the screen are the main categories of the trade exchange. Now select the contracts category. Now select the high demand. This interface provides contract details. You can accept. Der möchte jetzt 30 Silikon. This interface provides contract details. Ah. Ich kann dir jetzt kein 30 Kit Silikons schicken. Objective achieved. Musst du doch auch verstehen. Coordinates were only approximate. For such cases, Rover is equipped with the LPS, Lunar Proximity Scanner. The Lunar Proximity Scanner, LPS, emits a focused beam of electromagnetic waves that propagate radially to scan the surrounding area. When these waves encounter an object within the scanning range, the LPS visually displays the object to the user. If there is a hidden object beyond the outer scanning radius, the LPS will indicate the general direction to the object. Keep an eye on the LPS readings to uncover hidden objects in your vicinity. When a hidden object is close enough within the inner circle. Research complete. Ah, warte mal, wir können dem anderen. Andere Fahrzeug, wo ist es denn? Ja. Cargo Truck. Hier gibt's was abzuholen. Das jetzt hier praktisch, wenn wir den hier ein bisschen rumbewegen
und schauen, dass wir hier das finden. Aber nebenbei, ich vergesse dann immer gerne, wenn ich so Minigame-Sachen mache, dass es auch noch andere Sachen zu tun gibt, wie verdammtes Silikon zu finden. Ich kann hier noch durchscannen. Nicht. Okay. Kein Silikon. Dann sind wir, warte. Das ist echt kurios. Kein Silikon kriegen. Der Strom ist schon mal wieder eine Weile weg. Aber ich kann halt ohne Silikon das auch nicht ausbauen, großartig. Ach, da sagt er ja, scan's auf. Okay. Das ist ja ein Hinweis. Problem ist das wirklich Süden hier? Ah, oh, nee, war eine Speicherung. Ich dachte, er hat was gefunden. Ah. Research complete. Warte mal. Warte, was haben wir researched? Okay. Nee, Oberfläche will ich. Kein Strom mehr. Da müssen wir warten. Bis wir wieder in den Tag reinkommen.
Was ist mit diesen Rare Ressourcen eigentlich, die ihr letztes Mal noch gar nicht verwendet habt? Nochmal ein Eisenvorkommen. Eisen, ey Leute. Buddel das doch mal ein bisschen frei, dann können ja auch so was finden. Ein Silikon finden. Oder einen Scanner. Entschuldigung. Ach. Weiter ist es, ne, das Gebiet hier. Wenn wir salvagen können, kriegen wir hier halt schon noch ein bisschen Silikon auch raus. Dann könnten wir zumindest ein bisschen... Ah, da kommt der Strom. Schön. Wo ist der Rover? Da. Der ist noch im Dunkeln. Ganz gut gemacht, muss ich sagen, ganz gut gemachtes Spiel, finde ich. Weil ich jetzt hier kein Silikon finde, ist natürlich ein bisschen schade. Was ist das? Das Silikon? Ja, ich dachte, wann habe ich hier nicht hergescannt? Alter. Jetzt aber hurtig. Warte mal. Move all. Man macht hier schön frei. So, da. Passiert. As we thought, the coordinates were only approximate. Attention! This is Captain of Hope 2 speaking. The station has suffered severe damage due to multiple collisions. Immediate. We have located the cargo terminal, which has sustained significant damage and. Aha, okay, das hatte ich vorher letztes Mal gar nicht gemacht. Mining. Traktor kann man denn schon herballern? Nee, lässt er uns noch nicht. Brauchen wir mehr Platz. Präziser machen. Will hier vorwärts kommen.
Danach brauchen wir den. Oh nice, schön Forschung gekriegt. Und dann brauchen wir das. Korn und du machst das. Da Strom. Dann können wir nämlich auch anfangen, dass alles steht. Research, gucken wir, wir haben keine braune. Was wollt ihr haben hier? Das Expeditionscenter, ne? Wo war das? Ah. Und jetzt können wir auch hier. Das ist ein bisschen schade, dass man hier nicht mehr Sachen markieren kann, so. Können wir auch anfangen, Zeuge hier zu schicken. Ja, so muss man machen. Wenn dir alles Silikon. Diese Aufträge bringen uns dann wiederum Geld. Ansehen, das weiß ich nicht, für was es ist. Zu spät, dann wieder dunkel. Ach, habe ich einen Fehler gemacht vorher. Ich habe nur eins geschickt. Das ist natürlich schlecht, weil die Cargo-Dinger auch Geld kosten tatsächlich. Ja. Jetzt können wir hier noch Extractor. Das. Muss noch einmal gucken, ob es auch richtig ist. Und Production. Das. So. Idle drum. Im nächsten Schritt sollte man jetzt hier Storage Container wahrscheinlich setzen. Ja. Und die Produktion noch boosten.
auch noch 6 Stück. Da fehlt mir so ein Befehl wie bei RimWorld. Hier gibt es Räumeproduktion. Okay, es gibt doch irgendwie wirklich sowas wie dann, dass man Kolonisten oder sowas hat. Da sind noch mehr dran am Spiel, als man jetzt sieht. Und? Wir haben den Auftrag erfüllt. Bringen uns jetzt Forschung und Credits. Und haben jetzt hier wieder neue. Und da können wir auch, da sieht man gewisse verschiedene Fraktionen, wo man den Maruf kriegt und sowas. Ne, wenn man denen ihre Aufträge erfüllt, was die so brauchen, einen Haufen Zeug. Ne. Gibt dann unterschiedliche Größen von Cargo-Pods, die man abschicken kann. Ja, das soll es aber dann auch gewesen sein. Ne. Das ist 3 Uhr gleich. Ich bin müde, ich wollte das nur noch aufnehmen, weil das Spiel hat mich echt geflasht. Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, gar nicht. Ich habe es jetzt im Rahmen des Steam Next Festivals entdeckt. Also es macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Stimmung sehr gut. Es spielt sich komplett flüssig. Alles snappt ineinander. Es kommt noch mehr auch als dran ist, wie man sieht, mit diesen anscheinend auch irgendwie Kolonisten oder vielleicht auch Tourismus oder sowas. Ist ja mit einem Weltraumlift auch gut möglich. Ja. Ein Hammer-Game, finde ich. Werde ich mir auf jeden Fall holen, wenn es released. Soll Anfang 2024 rauskommen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen. Kommentar, gerne auch ein Abo und schaut bei meinen anderen Videos rein. Ich wünsche euch eine gute Nacht oder guten Morgen, guten Tag, wann ihr mir das auch guckt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.